So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind wieder hier am Samyang Sunday, haben uns eingefunden. Ich möchte ein neues Samyang Produkt probieren, testen. Ich hatte bisher noch nie was von Samyang, was nicht scharf ist. Gut, außer diese Potato Ramen, die waren halt chewy texture, die waren halt anders, die waren nicht scharf, die waren halt irgendwie kartoffelig. Ich habe heute diese blaue Schüssel, diesen Cup, den hat mir damals Bierschanga mitgeschickt. War auch dann überall ausverkauft, konntest du gar nicht mehr kriegen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist, denn da steht nichts drauf, nichts Englisches, nichts Deutsches, sowieso nicht. Hier steht nur Samyang. Cups habe ich ja jetzt schon verschiedene gesehen. Das sieht hier eher aus wie eine, ja, wie eine Tomatensuppe, wie eine Tomatennudelsuppe mit Käse. Fäden drauf, das ist cool, aber auch von der Zubereitung her, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, weil alles einfach nur japanisch ist. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, dass ich wenigstens den Namen rauskriege. Ich habe dieses Bild dazu gefunden. Hier steht Samyang Cream Raboki. Cream Raboki. Und das werde ich auch so in den Titel schreiben. Und ich dachte jetzt, man füllt das einfach auf mit Wasser bis zum Rand. Man tut alle Tütchen dazugeben. Und dann hat man wie eine Nudelsuppe, um die dann so zu essen. Was mich jetzt aber ein bisschen stutzig macht, hier drin sind drei Dreiecke. Und diese drei Dreiecke sind beim Too Spicy Cup dafür da, dass du die einstichst und das Wasser, was du reinlässt, über diese Löcher rauslässt. Soll man das also nicht als Suppe machen? Man soll das reingießen, alles verrühren und dann trotzdem das Wasser abgießen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das jetzt erstmal hier auf. Da sehen wir ja, was da alles drin ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein blaues Tütchen mit irgendeinem Pulver. Wir haben ein rotes Tütchen, ein rosanes Tütchen mit wahrscheinlich einfach einer scharfen Samyang-Soße. Das heißt für mich persönlich, ich würde jetzt, auch wenn es hier drauf komplett anders aussieht wie eine Suppe, ich kein Suppenfreund bin, so machen. Ich knall mir jetzt das Wasser hier drauf, wie beim Carbonara Cup. Dann packe ich die Sachen, ich gieße das Wasser ab, ich packe die Sachen drauf und wir essen das einfach wie dicke Ramen-Nudeln, also dicke Samyang-Buldak-Ramen aus dem Topf. So, jetzt aber erstmal Wasser rein und der Rest seht ihr dann sowieso, wie es ist. So, wir haben jetzt hier unsere Ramen-Box und guckt hier hinten, das meine ich. Das sind diese Dreiecke zum Einstechen, die man nimmt, um Wasser aus der Box zu lassen. Ja, mir fehlt jetzt wieder eine zusätzliche Hand. Jetzt fülle ich das erstmal bis zur Linie mit Wasser. So, wo ist denn dann eine Linie? Ich sehe gar keine Linie. Dann füllen wir es halt so, dass das Nudelnetz erstmal im Wasser schwimmt. Lassen das ein bisschen drauf, dass die Nudeln etwas weich werden, aber trotzdem noch schön bissfest sind. Und dann kippt man das hier hinten einfach ab. Dann lasse ich mich doch gar nicht lumpen, wenn da Löcher sind, dann kippe ich das ab. So, und jetzt reicht mir das schon. Das war jetzt nur ein paar Minuten. Und jetzt kippe ich das einfach hier hinten raus. Ich sehe jetzt schon den Bierschanger sich im Grabe rumdrehen. Ne? Grüße gehen raus. Danke für den Pott. Danke für den Cup. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Egal, ich habe das mit den anderen Sachen auch so gemacht. Stew Type. So war auch nichts für mich, als es Suppe war. Dann habe ich es anders gegessen, fand ich es besser. Ich mache das jetzt einfach so. So, die Nudeln sind jetzt weich, das Wasser ist abgeflossen. Wir werden jetzt den kompletten Deckel einfach mal abziehen. Ich werde es auch nicht auf dem Teller machen. Normal mache ich Samyang-Nudeln immer auf dem Teller, dass ihr die seht. Aber ich möchte das jetzt in dieser Schale zurecht machen. Andere Samyang bestehen ja auch aus Nudeln und einer scharfen, brutalen Soße. Bis zu dem Punkt ist das ja jetzt gleich mit der Zubereitung. Und ich sehe noch nicht den Punkt, dass ich das Wasser hätte aufheben müssen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier drücken, was da rauskommt. Da sehe ich hier schon eine rote, schmierige, wie bei Samyang Buldak Curry, kommt da jetzt der Apfelmus raus. Also bis dahin ist das auch gleich. Obwohl das auch sein könnte, weil das so schmierig und fest ist, heißt das, dass man das ein bisschen mit Wasser verdünnen soll, aber ich will das so, ich will das so. Bitte schreibt mir jetzt nicht, ah, du hast das falsch gemacht, das muss man als Suppe machen, du hast gar keine Ahnung. Ich möchte das nicht als Suppe. Da schlürfe ich die ganze Zeit die Brühe. Ich möchte die Soße richtig fett und dick. Ich möchte die einfach spüren, ich möchte die
essen. Bei den Curry bin ich es gewohnt, bei den Samyang Buldak Curry. Da ist die Soße auch so richtig Pflaumenmus-artig. Was ich noch gewohnt bin, gerade bei den Käse-Samyang, die mache ich auch nicht als Suppe. Da ist ein Tütchen Pulver dabei. Käsepulver, was du am Ende oben drauf machst. Bei den Cream Carbonara, bei den Carbonara, bei den Quattro Cheese, überall, wie das aussieht, das Elend, bisschen Teer, überall ist ein Pulvertütchen dabei. Das ist das jetzt hier. Es kann sein, dass das jetzt total salzig schmeckt, weil es zum Auflösen ist. Oder es macht das Ganze jetzt einfach richtig genial. Denn guck, der Teer wird bedeckt. Wir haben hier, stellen wir uns einfach vor, es ist Käsepulver. Es muss ja, wenn es Cream Rabocchi heißt, muss ja das sahnige, cremige irgendwo herkommen. Also kommt es bestimmt jetzt davon. Jetzt mischen wir das Ganze noch irgendwie rum, dass die Nudeln sich mit dieser dicken, komischen, musigen Soße irgendwie ein bisschen verbinden, dass sie nicht mehr so weiß sind. Das lassen wir alles, wie gesagt, in dem Cup, dass schön der Rand vom Cup voll geschmiert wird. Das hat halt absolut nichts mit dem zu tun, wie es auf dem Bild aussieht, aber das ist mir komplett egal. Guck dir das doch mal an. So willst du das haben. So fest Nudeln zum Essen. So muss das sein. Jetzt brauche ich trotzdem noch irgendwie ein Bild fürs Thumbnail. Jetzt habe ich das hier zu. Da sieht man es drauf. Zeigt man das jetzt so, diese bunte Verpackung mit dem Nudelnetz drauf, so. Das könnte man zum einen machen oder man nimmt sich halt hier nochmal den Deckel und hält dann das Teil mit den Nudeln so daneben. Da muss ich dann gucken, was sinnloser aussieht. Jetzt haben wir es schön rumgemacht. Ihr seht, die Nudeln sind wirklich kein bisschen mehr weiß. Sie sind richtig gut hier in der Soße mit dem Pulver in dem Mousse verrührt. Sieht jetzt nicht mehr tomatig aus. Wir beißen mal rein, wir nehmen mal eine Gabel. Und ob das scharf ist, es hat trotzdem rote Soße gehabt. Also es kommt eine leichte Schärfe hinterher, aber es ist auf jeden Fall eine sehr milde Sorte von Samyang. Das Pulver schmeckt so künstlich, das war sicherlich zum Verdünnen. Ansonsten kann ich gerade den Hype nicht nachvollziehen, weil Bianca auch gesagt hat, das war so genial vom Geschmack, aber die hat das bestimmt wie eine Suppe gemacht und hat das dann gegessen. So schmeckt es erstmal komisch, aber wir müssen mal mehr essen, vielleicht ändert sich der Geschmack noch in irgendeine definierbare Richtung. Hat irgendwie was leicht Fruchtiges. Und gleichzeitig aber trotzdem auch was Pappiges und das wird nicht der Pappbecher sein. Das hat irgendwas, keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon wieder 3 Jahre abgelaufen, das kann auch sein. Also schmeckt ganz gut für zwischendurch, ist angenehm, ist mild, aber wäre jetzt nichts, was ich mir jetzt hier tonnenweise kaufen würde, dann lieber andere Sorten im Cup, dann lieber irgendwie Samyang Buldak Rosé, da habe ich mir ja eine riesen Bestellung gemacht letztens, da ist immer was da. Also war okay, war köstlich, war ein bisschen eigen, war bestimmt komplett falsch. Aber das sind die Rabocchi mit 2B, mit 2K. Ich hoffe, ich habe es richtig. Grüße an den Bierschanker. Danke dafür, für diese Geschmacksirrfahrt in meinem Kopf drin. Und wenn ihr die kennt, schreibt es mal rein. Und wenn nicht, wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann viel Spaß. Mal gucken, ob ihr die noch irgendwo kriegt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.